Also wird das ansonsten nichts mehr hier. Ei, 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 ich sag's euch. Ihr macht euch schier kein Bild, ey. Jetzt habe ich mich mit dem Finger gestoßen. So, Chaos Emerald Nummer 5? 6? Ich weiß es nicht. Wir haben einige ausgelassen. Vergessen, übersprungen, wie auch immer man das nennen soll. Natürlich werden die Level auch mit der Zeit ganz schön anspruchsvoll. Zum Beispiel wird uns jetzt nicht mehr die Hand gehalten, welche Formation wir an der Stelle benutzen sollen. Und der Chaos Emerald ist natürlich fast schon über die alle Berge. Oh! Komm schon. Manchmal lohnt sich es, den Turbo statt gedrückt zu halten, ab und zu mal immer wieder zu touchieren. Da kriegen wir ein bisschen mehr Speed rein, als wenn man da normal unterwegs ist. Aber ich glaube, das wird nichts. Eieieiei. Oh Gott, und dann klebt man an der Wand. Oh! Zeit abgelaufen. Gott im Himmel, Alter. Eigentlich weiß Vector schon, wer der eigentliche Client ist. So, da finde ich das mit der. Die finde ich wiederum ganz gut mit den ganzen vielen Gegnern, weil man relativ schnell auch Level aufbaut. Und die sind auch dadurch ein bisschen schneller platt. Allerdings hat das das gleiche Problem wie bei der anderen. Das ist einfach langatmig, diese Gegner-Rush-Aktion. Eigentlich am besten gleich den hier machen. Komischerweise, schaut euch das jetzt an. Jetzt läuft der Stream flüssig. Sollte er flüssig laufen. Bei mir ist plötzlich grün. Es funktioniert alles. Es ist merkwürdig. Versuchen dann, dass wir die irgendwie zuerst platt machen, Typen. Dann gibt es die Kanone, mit der wir uns hier immerhin die Goodies holen können. So, wo geht's jetzt ans nächstes hin? Ja. Habe ich mir schon gedacht. Habe ich mir schon gedacht. Wer denkt sich so einen Scheiß aus? Ja, wenigstens gibt es die Level Ups relativ schnell. Funktioniert aber einigermaßen. Manchmal mag ich es einfach nur, diesen Move rauszuhauen, auch wenn es eigentlich nicht unbedingt nötig wäre, aber ich mag das trotzdem.
Na, einer fehlt mir noch. Ja, an der Stelle muss man einfach den hier machen mit Vector. Dann klappt das einigermaßen hier. Ich mache jetzt einfach mal den hier. Ja, ich habe keinen Bock nochmal zu sterben. Und die Upgrades, die paar Ringe, die sind es nicht wert. Ja, aber die meisten Gegner, die sind zum Glück relativ leicht zu besiegen. Ist nur eine Frage der Ausdauer hier. Autsch! Auch hier wieder ein Grund, warum ich sage, weil die ganzen Gegner mir in den Bildschirm kleben. Und es hängt wirklich hinterher, ja. Es ist immer so 5 Minuten Abstand zwischen dem, was ich sage und das, was dann schließlich ausgestrahlt wird. Also ja, sorry an der Stelle. Kann ich nichts machen allerdings. Ich bin kein Mitarbeiter von Unity Media. Und zum Glück bin ich auch keiner. Ich will mir nicht geben, was da täglich so bei denen wahrscheinlich eintrudelt an Meldungen. In der Zentrale von was weiß ich, wo auch immer das sein soll. Wuh! Haufen Gegner. Oh Gott. Ich meine, irgendwie sind die Dinger auch ganz nett, ne? Man kann seine eigenen Grenzen so ein bisschen ausfechten. Die sind auch manchmal ganz unterhaltend, diese Gegner-Rush-Dinger, Enemy-Rushs. Aber ich mag sie persönlich nicht. Ach Gott, und die sind dort? Oh, nee. Ach Gott. Muss man ernsthaft erwischen. Schande, Alter. Ich meine, ich mag solche Aktionen auch. Wie jeder andere auch. Aber, boah. Nervig. Eggman, bitte, dann sei nicht so happy bei der ganzen Aktion hier. Okay. Gott, ist das ein... Könnt ihr euch das reinziehen und mir sagen, dass das fun aussieht? Gott, ist das gemein, Alter. Oh, ich muss immer noch eintreffen. Mann, oh Mann, oh Mann. Oh. Komm schon her. Scheiß Piepmatz. Und dass der auch die ganze Zeit lachen muss, ey. Oh, wirklich? Stattdessen hat er mich getroffen. Ja, super, sag. Klasse. Ah. Gott. Boah, endlich haben wir es fertig. Ja, lieber direkt weiter. Ach nö. Ich weiß, ich kann gegen die Gegner auch ganz normal kämpfen, aber ich mache das ehrlich gesagt ungern. Weil manche Bereiche sind einfach nur dazu gedacht, einem wirklich zu trollen an der Stelle. Zu sagen, hey, du schaffst das doch bestimmt, aber hey, du rutschst von der Stage runter. Es ist totaler Bullshit, aber ja, das ist dir gerade passiert. Und auch das überspringe ich an der Stelle. Sage ich die Möglichkeit habe. Ja, 325 Ringe. Huh. Ich bin reich. Das hast du schon damals gesagt. Puh, Mann, oh Mann.
Aber ich glaube, jetzt kommt die finale Welt bei dem Spiel. Ich glaube, jetzt sollte der Stream auch etwas deutlich besser laufen. Und meine Fresse, war das eine lange Folge. 38 Minuten. Das ist für mich schon ein mega Rekord. So, und ich würde sagen, weil die Stage wird ein bisschen länger. Beziehungsweise, ja, jetzt kommt direkt das Intro. Aber wobei, komm, wir ziehen uns jetzt noch rein. Das ist eigentlich ein cooles Intro für eine Stage, finde ich. Wir machen auf jeden Fall mal Schluss für diese Folge. Meine Güte, die wird 38 Minuten lang. Also, ich kann verstehen, wer die Welt skippen will und direkt in diese Folge, in die nächste Folge springen will, weil die war ein bisschen anstrengend. Auf jeden Fall, bis zum nächsten Mal, Leute. Macht's gut und ciao, ciao.